darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer schönen Tintenfischabend hier im Bootshaus in Weißenfels. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Loïc Chartier, wie der Name sagt, ich komme aus Frankreich, aus der Atlantikküste. Zu den, wenn man vielleicht kurz zeigen kann, also 2, 4, 6, 8 Füßler. Wir haben 8 Füßler und 10 Füßler. Der Pulpo gehört zu den 8 Füßler. Das ist praktisch ein Pulpo, der schön geputzt ist. Ist jemand dabei, der überhaupt keinen Tintenfisch mag? Okay, 2. Sorry, tut mir leid, aber ist ein Tintenfischabend. Ich werde dann eine Pulpo, ja, wir sagen in Frankreich All-Américaine, aber das ist so direkt übersetzt, also amerikanischer Art, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Aber wir tun das kochen, also die Pulpo werden erstmal ca. ungefähr 3/4 Stunde gekocht, bis die einigermaßen weich sind. Und dann tun wir die einfach übergießen mit einer Hummus-Soup mit kleinen Tomaten-Concassé, also kleine Tomatenwürfeln noch dazwischen. Also wie gesagt, die Pulpo ganz kurz angebraten, ein bisschen mit Cognac flambiert. Ich überlege noch, ob ich das überhaupt flambiere. Ich will nicht alles anstecken oder dass die Feuerwehr kommt. Und wie gesagt, also danach diese Hummel, Tomaten auch oben drauf.